Vorneweg Frau Merkel, ich habe das kurz nachgeblättert, Frau Merkel hat im Juni 23 den Bayerischen Verdienstorden für überragende Verdienste um das Land und die Bevölkerung in Bayern bekommen. Meine, witziger geht's doch nicht. Eingeführt, Steinmeier hat verfügt, dass 40% der Verdienstkreuze an Frauen geben müssen. 40%, generös. Ich frage mich auch, ob das den Leuten nicht peinlich ist. Wissen Sie, es gibt manchmal so Gen für Peinlichkeit. Stellen Sie sich vor. Henrik M. Brode hat mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen und unseren Bundespräsidenten komplett zerlegt. Hierbei ging es vor allem um unsere Bundesverdienstkreuze, die ja mittlerweile an jeden Hinz und Kunz verschenkt werden. Das Ganze werden wir uns jetzt im Detail anhören und mal auf die Aussagen eingehen. Wenn du noch auf diesem Kanal bist und dich für das Thema Politik interessierst, gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und da fangen wir jetzt mal mit dem ersten Ausschnitt an. Ja, also ich meine, da werden jetzt Berufspolitiker, Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die eigentlich nur ihren Job machen, werden da ausgezeichnet. Aber die Menschen, die wirklich unsere Gesellschaft am Laufen halten, die durch ein Ehrenamt oder die wichtige Positionen ausfüllen, Krankenschwestern, Busfahrer, zum Beispiel auch der Busfahrer, der mich morgens zur Arbeit bringt, die lässt man dann leer ausgehen. Ist das irgendwie fair? Wie will man das den Bürgern vermitteln? Nein, das ist nicht fair. Das kann man den Bürgern auch nicht vermitteln. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir so ein heiteres Thema heute haben. An sonst so trüben Tagen wie dem 60-Milliarden-Loch. Nein, Sie haben vollkommen recht. Eigentlich haben Sie jetzt meinen Text schon zu Ende gesprochen. Tut mir leid. Kann passieren. Die werden ausgezeichnet für ihre Verdienste um die Demokratie. Ich meine, was denn sonst? Werden sie ausgezeichnet für ruhiges in Schlange stehen an einer Haltestelle? Werden sie ausgezeichnet, weil sie ihre Kinder in einen konfessionsgebundenen Kindergarten bringen? Das ist eigentlich eine Klamotte. Und eigentlich könnte es sowas nicht geben. Ich glaube, das sind so die letzten Reste des Feudalismus in Deutschland. Und das haben wir uns deswegen eingebrockt, weil wir keine Monarchie haben. Also haben wir ganz viele Politiker, die gerne kleine Monarchen spielen. Und wenn ich das noch betonen darf, vorneweg Frau Merkel, ich habe das kurz nachgeblättert. Frau Merkel hat im Juni 23 den Bayerischen Verdienstorden für überragende Verdienste um das Land und die Bevölkerung in Bayern bekommen. Meine, witziger geht's doch nicht mehr. Ja, das muss man sich wirklich mal überlegen, für was ein Wahnsinn hier mittlerweile dieses Verdienstkreuz am Ende verschenkt wird. Und eigentlich wäre so etwas ja wirklich eine schöne Geste. Und ich hätte da einige Leute, beispielsweise die Menschen, die freiwillig etwas tun. Wie wäre es mit der kompletten freiwilligen Feuerwehr? Das wären doch wirklich Bürger, die es verdient hätten, allesamt ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Und vor allem werden diese Politiker ausgezeichnet um die Verdienste der Demokratie, also die Ministerpräsidenten jetzt beispielsweise. Und wie war es denn jetzt in der C-Krise, die ja jetzt noch nicht allzu lange her ist? Ist es wirklich in Deutschland so demokratisch abgelaufen, dass man jetzt im Nachhinein auf die Ideen kommen muss, all diesen Politikern, das war jetzt nicht aufgrund der C-Krise, sondern im Allgemeinen, aber mit dieser Vergangenheit, kann man da überhaupt solchen Leuten ein Verdienstkreuz geben? Für mich ist das ein Riesenskandal und eine absolute Unverschämtheit. Denn, noch einmal wiederholt, es gibt wirklich Millionen Menschen in diesem Land, die so ein Kreuz verdient hätten. Oder die Leute, die bei der Tafel arbeiten. Ja, da könnte ich jetzt stundenlang weiter irgendwelche Berufsgruppen oder Menschen, die freiwillig arbeiten, aufzählen. Unglaublich. Ein Volk braucht irgendwas zum Repräsentieren. Und die Engländer sind glücklich. Die haben die Queen, auch die Holländer. Wir haben da nichts. Den König haben sie mittlerweile sogar. Den König haben sie sogar. Ich bin noch bei der Königin. Ja, geht mir genauso. Ja, aber dann gibt es natürlich Ungerechtigkeiten. Nicht nur, weil die einfachen Leute, sie haben vollkommen recht. Warum als Bundesverdienstkreuz? Warum nicht mal eine schöne Swatch-Uhr zum Beispiel? Oder die Frauen könnten einen Thermomix bekommen und die Herren eine Rolex. Nein, es muss ein Orden sein. Und Herr Steinmeier hat das jetzt sofort in die korrekte gesellschaftliche Arithmetik eingeführt. Steinmeier hat verfügt, dass 40% der Verdienstkreuze an Frauen geben müssen. 40%. Generös. Ja, und da sind wir mal wieder bei dem ganzen Gleichheitswahn angekommen. Wir schauen uns gleich natürlich noch den nächsten Ausschnitt von Herrn Brode an, der das Ganze ja hier auch süffisant aufarbeitet. Wieso legt man denn bitteschön eine feste Quote fest, dass mindestens oder jetzt in dem Fall 40% an Frauen gehen müssen? Wieso schaut man nicht ganz rational und nüchtern darauf, wer wirklich etwas Ehrenwertes getan hat, um diesen Menschen dann das Bundesverdienstkreuz zu geben? Und das ist doch völlig egal, ob ob die Person schwarz oder weiß ist, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und wenn es am Ende des Jahres 70% oder 80% Frauen sind, dann sind es halt 70 oder 80% Frauen. Und wenn es halt 70 oder 80% Männer sind, sind es eben 70 oder 80% Männer. Aber nein, wir müssen mal wieder darauf achten, dass alles am Ende gleich ist. Und dasselbe sehen wir auch
in der Politik. Wir haben das schon bei Frau Baerbock gehört, die ja da über ihr Amt geredet hat, dass sie auch dort, was die Jobs geht, alles gleichmäßig besetzen möchte. Und das Ganze muss ja auch möglichst divers sein. Es geht nicht um die Qualifikation, sondern es geht darum, dass dann alles möglichst bunt ist. Ja, alles muss gleich sein. Und das ist ja auch kein Wunder, dass wir ja seit gestern auch das neue Selbstbestimmungsgesetz haben. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ja, das hat die Ampel jetzt hinbekommen, ganz toll, haben sie stundenlang diskutiert, endlich mal wirklich eine hervorragende Leistung, dass wir uns jetzt einmal im Jahr aussuchen können, ob wir lieber Frau oder doch lieber Mann sind. Ja, einmal im Jahr kannst du ab jetzt ganz offiziell dein Geschlecht wechseln und du darfst sogar in eine andere Umkleidekabine gehen. Das sind wirklich die großen Probleme, um die sich diese Politik kümmert. Unglaublich. Ich frage mich auch, ob das den Leuten nicht peinlich ist. Wissen Sie, es gibt manchmal so Gen für Peinlichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen ohne Hosen in der U-Bahn, das wird doch auch peinlich. In Berlin ist das niemandem peinlich. Das ist Mode. Ja, da könnt ihr schon recht. Aber ich würde noch auf einen Aspekt nochmal zurückkommen. Ja. 40% haben Sie gerade gesagt, die Quote 40% für die Frauen. Ja. Warum 40%? Ich meine, es gibt genauso viele Männer wie Frauen im Großen und Ganzen. Es gibt eigentlich mehr Frauen, glaube ich. Ja, 51 zu 49 oder so, aber dann müsste die Quote doch anders sein. 40% ist ja auch erst wieder Pillepalle, oder? Ja, ist lächerlich. Naja, vielleicht hat das irgendwie mit der Klimaerwärmung zu tun, ich weiß es nicht. Da sind die Zahlen auch willkürlich. Aber ich hätte einen Vorschlag, wenn man das Ganze wirklich human und effektiv lösen kann, wie im Falle von Barack Obama. Der war ja nach 9 Monaten im Amt, hatte den Friedensnobelpreis bekommen. Nach 9 Monaten. Und hat dann den Drohnenkrieg ausgeweitet. Ja, der Frieden war noch nicht ausgebrochen, aber die Drohnen flogen schon. Und deswegen finde ich, dass man jeden Politiker, der ein Amt übernimmt, sofort ein Bundesverdienstkreuz geben sollte. Für Courage. Wenn der Schuss da nicht nach hinten losgeht. Ja, dann wäre er wenigstens in die richtige Richtung gelaufen. Das ist wirklich unglaublich genial, wie Herr Brode auch immer sofort kontern kann. Ja, also man könnte diesem Mann wirklich stundenlang einfach nur zuhören. Und die Anekdote mit Herrn Obama finde ich auch noch sehr interessant, denn das war ja wirklich die Wahrheit. Nach ein paar Monaten hat er da den Friedensnobelpreis bekommen. Und das müsst ihr euch überlegen, ein paar Tage später ging dann wirklich der Krieg los. Unglaublich, aber ja, das ist nicht im besten Deutschland aller Zeiten, sondern in der besten Welt aller Zeiten ist das natürlich mittlerweile auch nicht mehr verwunderlich. Und der erste Teil, wo Herr Broder noch darüber redet, ob das nicht irgendjemandem peinlich ist, ich habe das Gefühl, bei der Politik, die wir aktuell sehen oder ja auch in den vergangenen 20 Jahren gesehen haben, ist ja niemandem irgendetwas mehr peinlich. Deswegen kannst du ja mal gerne deine Meinung hierzu unten in die Kommentare schreiben. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Debatte. Und ja gut, über Herrn Steinmeier, da brauchen wir gar nicht großartig reden. Der hat ja auch eine sehr linke Vergangenheit, wie wir mittlerweile auch schon rausgefunden haben. Für mich gilt das, was die AfD auch im Parteiprogramm hat, dass man den Bundespräsidenten durch das Volk wählen lässt. Ja, das wäre mal meine Idee für die Zukunft. Und als nächstes würde ich es gut finden, einigen Menschen dieses Bundesverdienstkreuz erstens wegzunehmen oder irgendetwas Neues zu erfinden, was dann auch wirklich eine richtige Wertschätzung hat. Und das sollte dann nicht an Politiker gehen, es sei denn, es sind wirklich mal Politiker, die etwas geleistet haben. Nein, das sollte an Menschen in unserem Land gehen, die sich jeden Tag wirklich den Arsch aufreißen und dafür sorgen, dass das ganze Land hier in irgendeiner Form noch läuft.